Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu The Moment of Silence. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben in der letzten Folge von Christine, deren Name ich meistens vergesse, diesmal jedoch nicht. Haha, ich habe mir extra gemerkt. Auf jeden Fall haben wir von ihr ein Ticket gekriegt. Genauso wie Graham von Mary eine gekriegt hat. Ich glaube ja immer noch, dass das eine KI ist. Da ich jetzt im Moment nichts weiß, was wir tun wollen, gehen wir mal zum Flughafen und versuchen, das Ding einzulösen. Es heißt zwar, oder ich glaube mich zu erinnern, dass er gesagt hat, dass es erst am nächsten Tag wäre, aber ich habe keine Ahnung, was ich als anderes machen soll, muss ich ganz ehrlich sagen. Von daher probieren wir das jetzt einfach mal aus. So, da-dum, da-dum, da-dum. Satka. Ich denke auch, dass wir nicht die Karte wie Graham wegschmeißen werden, sondern dass wir tatsächlich nach Nula fliegen werden oder mit dem Fahrstuhl hochfahren werden. Fliegen kann man ja schlecht sagen dazu. Aber was wir genau auf Luna sollen? Ob wir einfach nur abgeschoben werden sollen oder ob uns da was erwartet, dass die uns versucht zu helfen? Ist ja auch möglich. Keine Ahnung. Ich bin ja echt mal gespannt. So. Ich kann mir alles vorstellen. Von Ausspionieren bis auf, dass uns der KI helfen will, die Verschwörung aufzudecken. Aber weiß man's. Aha, bleib da. Ah, Hilfe! Check out so. So müsste gehen. Okay, es geht. Meine Damen und Herren, willkommen an Bord. Bitte schließen und überprüfen Sie Ihre Sicherheitsgurte. Wir erreichen Luna 5 um 17.30 Uhr Standard-Erdzeit. Danke, dass Sie sich für ein SDS-Transportprodukt entschieden haben. Diese Durchsage wurde Ihnen präsentiert von TechPet, Ihrem Partner für künstliche Haustiere. TechPet. Best Pals Forever. Also ich hätte Angst, mit dem Ding zu fahren. Er hat auch irgendwie sowas wie eine Achterbahn mit den Gurten. Ach du Schande. Ach du Schande. Das ist Luna 5. Oktober, 3. Oktober 2044. Wow, fantastisch. Die Werbung für Luna 5 verspricht wirklich nicht zu viel. Okay. Gleich mit einer halbnackten Frau hier. Hostess Linda. Okay. Ah, Sie müssen Mr. Wright sein, unser Hauptgewinner. Ich? Ja, ich schätze, der bin ich wohl. Mein Name ist Linda Franks. Ich bin für den Aufenthalt Ihre Beziehungsbetreuerin. Sie meinen sicher Bezugsbetreuerin. Oh ja, entschuldigen Sie, das verwechsel ich immer. Diese schwierigen Wörter sind einfach so... Schwierig. Ja, genau. Haben Sie eine angenehme Fahrt im Space Ventilator, Mr. Wright? Space Ventilator? Oh ja, natürlich, danke. Er war sehr interessant und ging wirklich schnell. Nehmen Sie sich einen Cocktail und entspannen Sie sich. Hier, bitte. Ich mache mir eigentlich nicht so viel aus Alkohol. Nicht? Aber unsere Gästeakte sagt, Sie trinken gern Crown's Gold Whisky mit Soda, vorzugsweise ohne Eis, gern auch vor 22 Uhr. Das sagt Ihre Akte? Woher? Oh, wir informieren uns gern über unsere Gäste, um ihnen den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu machen. Ich verstehe. Nehmen Sie Ihren Drink. Willkommen auf Luna 5. Und wenn Sie einen Wunsch haben, ich meine, egal was für einen Wunsch, sagen Sie mir einfach Bescheid. Oh, ja sicher. Ich danke Ihnen, Linda. Mein Gott. Mir wird von den Cocktails ein bisschen komisch.
Ah, ob das wirklich nur ein Cocktail war oder war da was drin? Ich find's auch interessant, dass sie genau wissen, wann er das Ding trinkt und wann nicht. Also, ja. Okay, wir schauen uns erstmal um. Was haben wir da? Wir haben Taste 1, 2 und 3. Was passiert, wenn ich auf die Taste drück? Erfolg in Beruf und Liebe mit Light Life Food. Light Life, let's live light. Mahlzeit. Kabinenstatus, Ihre Kabine ist optimal konfiguriert. Die Temperatur beträgt 20 Grad Celsius. Der Druck liegt bei 1013 Hektopascal. Die Zusammensetzung der Atemluft entspricht den irdischen Normalwerten. Es liegen keine Störungen vor. Ist das jetzt eine Kabine? Also als Hauptgewinner hätte ich eigentlich gerne so ein Haus für mich allein, also so eine Wohnung für mich allein. Aber jetzt sind hier zwei Betten drin. Das sieht nach einer Ding aus, wie wenn hier... Sehnsucht nach Erholung? Brauchen Sie Ruhe und Entspannung in exotischer Umgebung? Besuchen Sie Luna 5, die orbitale Erholungsstation. Ein Los der staatlichen Lotterie kostet nur 20 Credits und mit etwas Glück werden Träume für Sie wahr. Okay, also eins ist immer so Zeug. Ich drück nochmal drauf. Techpad, Ihr künstliches Haustier wartet auf Sie. Kein Schmutz, kein teures Futter, keine Krankheiten. Keine Trauer wegen kurzer Lebenserwartung. Entscheiden Sie sich für TechDog, unseren frei konfigurierbaren Hund. Er wartet darauf, Ihr bester Freund zu werden. Yay! TechPad, Best Pals Forever. Zwei ist Musik oder keine Musik? Kabinenstatus, Ihre Kabine ist optimal konfiguriert. Die Temperatur beträgt 20 Grad Celsius. Der Druck liegt bei 1013 Hektopascal. Ja, ja, wissen wir schon. Die Zusammensetzung der Atemluft entspricht. So, okay, damit haben wir das hier fertig. Da können wir zu den Kabinenbereich gehen, aber bleiben wir erst nochmal hier. Bett können wir nicht anklicken, aber den Tisch können wir anklicken. Okay, was ist mit dem Tisch? Okay, den kann man sich sogar genauer anschauen. Aber passiert nichts. Egal wie ich drücke, es passiert nichts. Hallo Brieftaube. Wir können auch nicht mal die Brieftaube, die wir mitgenommen haben. Okay, wenn wir jetzt den eine Brieftaube einen Brief schicken wollen, das wäre ein langer Weg nach unten. Und wir können es noch nicht mal auf den Tisch setzen. Na gut. Ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich müssen wir irgendwann mal was draufbauen. So wie der Videorekorder auf den Tisch in der anderen Wohnung. Ich glaube, da würde mir schwindelig werden. Aber trotzdem, tolle Aussicht. Aber mir wird schwindelig werden. Eine Waschecke. Also das ist wirklich alles nur in einem Raum drin. Oh, wir haben Handtuch. Und wir wissen ja alle, gehe niemals ohne Handtuch aus dem Haus. Und Zahnbürste. Aber keine Zahnbürste. Ne? Naja. Wird er schon selber mitgenommen haben. Und es ist die Toilette. Also ich weiß nicht, also von so einer Luxuseinrichtung, was man sich beim Urlaub, wenn man Urlaub hat, sich wünscht und nachdem das wie angepriesen worden ist, sieht es ganz ehrlich gesagt nicht aus. Okay, was haben wir dann? Wir kommen nach da vorne. Ah, ist aber auch cool mit der Wölbung, was wir hier haben. Habt ihr euch eigentlich die Nummer gemerkt? 24, 26, 28 muss das gewesen sein. Hier ist auch nichts. Das sind ja alles nur die Quartiere. Da geht's zum Pool. Lass mal aber mal ganz kurz. Ich lauf mal ganz komplett außenrum. Hallo? Wenn es denn gehen würde. Okay. Hier geht's anscheinend nicht weiter.
Ich hätte jetzt gedacht, dass wir da, dass das dieses im in der Rundung drin ist halt quasi und wir da einfach mal außen rumlaufen können, aber das geht irgendwie nicht. Ab hier ist Schluss. Okay, da geht's auf jeden Fall zum Pool. Pool-Area. Da gehen wir gleich hin. Dann schauen wir erst noch die andere Seite mal ganz kurz an. Da war ja auch nichts. Das da ist unser Teil. Und kleiner Moment, Telefon. So, da bin ich wieder. Musste gerade ans Telefon gehen. Wie war das jetzt? Ach, guck mal, da geht's gar nicht weiter. Hab ich eigentlich hier keinen Ton? Doch, Ton ist noch da. Ich dachte jetzt beinahe, ich hätte auch Ton verloren. Nee, gut, dann ist es klar, wo wir hin müssen. Zum Eingangsbereich. Ich hätte jetzt echt gedacht, das wäre so ein komplettes Ding. Aber die sind wahrscheinlich auch irgendwie unterteilt oder wie auch immer das Ding aufgebaut ist. Ist ja auch egal. Ich hätte es gedacht, wir haben tatsächlich so einen Rundkurs, aber gut. So, dann Eingangsbereich. Eieiei. Was? Oh. Okay. Ich revidiere mich. Das ist toll. Da würde ich mich auch wohl fühlen. Aber wenn ich da... Ich muss noch mal ganz kurz zurückgehen. Das eine hat er jetzt automatisch gemacht. Geht er immer hier automatisch nach da hinten? Nee. Keine Ahnung, warum er da automatisch nach da hinten gegangen ist. Vielleicht hat er es einfach gemacht, weil hier eh nichts ist. Naja, gut. Egal. Also, dann schauen wir uns den Pool mal an. Da haben wir eine Tür. Maschinenraum, kein Zutritt. Sieh mal an. Ich habe keinen Schlüssel dafür. Okay, da kommen wir wahrscheinlich da rein. Und wenn es ja schon so gemacht ist, dann müssen wir da wahrscheinlich auch reinkommen. Früher oder später, warum auch immer. Ansonsten scheint, nee, hier scheint nichts weiter zu sein. Dann laufen wir mal nach da hinten hin. Eigentlich wollte ich nach da hinten gehen, aber da gehst du nicht hin. Okay, dann über die Brücke. Oh, da wäre ich jetzt auch gern. Vogelgezwitscher, warm. Was sind wir eigentlich? Ach, da hinten. Ah, wir sind hier wieder am Anfang. Ah, da geht's zum Kabinenbereich. Und wenn ich Kabinenbereich... Alles klar. Okay. So, Linda, hast du was Neues zu berichten? Mr. Wright? Alles in Ordnung? Haben Sie einen Wunsch? Ich hätte ein paar Fragen. Wie schön. Ich habe das Intensivseminar Fragen der Gäste mit Auszeichnung bestanden. Fragen Sie mich, was Sie wollen. Ich kann Ihnen jede Antwort genau so geben, wie es in den Schulungsmaterialien steht. Oh, das wird sicher interessant. Ja, dann erzähl mal was über die Station. Erzählen Sie mir etwas über diese Station. Aber gern. Was möchten Sie wissen? Alles. Wie viele Urlauber kommen hierher? Oh, in der Hauptsaison sind es Hunderte jede Woche. Und? Wann ist die Hauptsaison? Luna 5 hat keine jahreszeitliche Saison. Wir haben Zyklen mit mehr und weniger Betrieb. Aha. Und wie kommen diese Zyklen dann zustande? Wir haben Besucher aus der ganzen Welt. Aber die Lotterie hat nun mal bestimmte Ausspielzeiten und manchmal gewinnen nicht so viele Leute. Das Glück ist eben unregelmäßig verteilt. Okay, damit ist unsere Frage nicht wirklich beantwortet. Eine Hauptsaison oder eine Dingssaison gibt es anscheinend nicht, sondern es geht nur... Ich habe das Gefühl, es heißt, die Lotterie hat bla 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 bis dahin und da ansonsten können alle anderen kommen. Aber ich habe das Gefühl, es geht nur über diese Lotterie her hoch. Und manchmal haben mehr Gewinner, gibt es mehr Gewinner und manchmal weniger.
Wieso hat die Station eigentlich zwei Ringe? Soweit ich sehe, kann man sich nur in einem davon aufhalten. Ja, das ist richtig. Luna 5 verfügt neben dem Hauptdeck noch über ein zweites Deck, in dem im Auftrag der Regierung Experimente unter Weltraumbedingungen durchgeführt werden. Aha. Eine vollautomatische Versuchsreihenanlage läuft Tag und Nacht in Ring 2, dem sogenannten Sektor B. Sie hilft den hervorragenden Experten von Cubicam, unter den Bedingungen des Vakuums neue Medikamente, Impfstoffe und Pflanzentypen zu entwickeln. Damit das Leben auf unserem Planeten noch schöner, noch gesünder und noch sicherer wird. Cubicam, Produkte für ein schöneres Leben. Wie war das? Cubicam, Produkte für ein schöneres Leben. Den letzten Satz sollten Sie in Ihren Ausführungen lieber nicht zitieren. Ich glaube, der gehört nicht mehr zum Vortragstext. Oh, meinen Sie? Das wusste ich nicht. Lassen Sie es einfach weg. Ich denke, dann ist es okay. Oh Mann, sie ist wirklich keine besondere Intelligenzbestie. Aber muss man ja auch nicht sein. Was ist eigentlich in diesen Cocktails drin? Die Cocktails von Luna 5 wurden von einem hochqualifizierten Team von Wissenschaftlern nach neuesten Erkenntnissen der Ernährungsphysiologie entwickelt. Sie enthalten Kohlehydrate, Spurenelemente, Vitamine und Aufbaupräparate in optimal zusammengestellter Dosis. Der angenehme Geschmack entsteht durch eine spezielle Verstärkerformel, die nur das Beste aus 3 Pfund künstlicher Früchte in sich vereint. Energy-Cocktails von Cubicam sorgen für gute Laune, klaren Teint und ein unbeschwertes Lebensgefühl. Okay. Mir wird von den Cocktails ein bisschen komisch. Etwaige Unverträglichkeiten nach Einnahme unserer Cocktails verschwinden schon nach kurzer Zeit. Am sichersten vermeiden Sie solche unerwünschten Effekte, wenn Sie die Cocktails möglichst regelmäßig einnehmen. Sollten Ihre Beschwerden dennoch anhalten, konsultieren Sie bitte unseren Bordarzt Dr. Jenkins, der Ihnen gern bei der individuell richtigen Dosierung behilflich ist, damit Sie ein optimales Wohlfühlerlebnis genießen können. Ganz ehrlich? Optimales Wohlfühlerlebnis? Ich habe den Eindruck, dass in diesem Cocktail ziemlich viel Alkohol drin ist oder etwas anderes, das mir ganz schön auf die Sinne schlägt. Zeitweilige Irritationen der Sinnesorgane entstehen durch die für Ihren Körper ungewohnte Optimalität der Versorgung. Aha. Diese Irritationen verschwinden oft schon nach zweimaligem Einnehmen unserer... Ja, das wird der Alkohol sein oder was weiß ich, was sie da noch mit reinmachen. Ach du Schande. Ich würde sagen, wir trinken keinen Cocktail mehr. Trinken alle Gäste diese Cocktails? Es wird ärztlich empfohlen, an den Cocktailprogrammen teilzunehmen. Und wenn Sie die Seite 24 unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen lesen, werden Sie feststellen, dass die Cocktails nicht nur kostenlos, sondern auch verpflichtend für den Aufenthalt sind. Das heißt, ich muss dieses Zeug trinken? Cubicam legt großen Wert darauf, dass alle Besucher von Luna 5 die Station glücklich und zufrieden verlassen. Seite 29 der allgemeinen Geschäftsbedingungen weist ausdrücklich darauf hin, dass der Aufenthalt auf Luna 5, falls er durch einen Lotteriegewinn zustande gekommen ist, die Verwendung von Cubicam-Produkten zur Auflage macht. Sie haben doch Ihren Aufenthalt mit einem Lotterielos gewonnen, oder, Mr. Wright? Ja, allerdings, aber mir war nicht klar... Durch die Annahme des Lotteriegewinns haben Sie sich verpflichtet, freiwillig an Produkttest- und Werbemaßnahmen von Cubicam teilzunehmen. Und zwar inklusive, aber nicht beschränkt, auf An- und Einnahme der vorteilhaften Gesundheitsprodukte aus Cubicams Portfolio. Yay! Cubicam, wir wollen nur Ihr Bestes. Das sind ja schöne Aussichten. Danke, nein. Da wäre noch etwas. Ja? So, was haben wir denn sonst noch? Grundlegende Fakten. Geben Sie mir ein paar grundlegende Fakten. Aber gern. Luna 5 ist eine vollklimatisierte orbitale Urlaubsstation, deren Bau 2030 begonnen und nach 10 Jahren plangenau abgeschlossen wurde. 3500 hochqualifizierte Ingenieure und 7500 orbitale Konstruktionsarbeiter waren während der gesamten Bauphase in 24-Stunden-Schichten mit der Errichtung und dem Innenausbau der beiden 500 Meter im Durchmesser großen Ringe beschäftigt. Die Errichtung des gesamten Komplexes kostete 20 Milliarden Credits. Wow, 20 Milliarden Credits? Wer ist denn der Betreiber der Station?
Die Station wird finanziert und betrieben von Cubicam und dem United Bank Trust, die ihrerseits hundertprozentige Tochterfirmen der General World Holding sind, deren Mehrheitsanteile den Global Centralized Services gehören. Das heißt, die Station gehört dem Staat? Tut mir leid, aber diese Frage stand nicht in den Schulungsmaterialien. Macht nichts. Wenn Global Central Services die Anteile hält, ist die Sache klar. Die Station gehört dem Staat. Okay, was anderes? Darf ich Sie noch etwas anderes fragen? Dafür bin ich da, Mr. Wright. Andere Gäste, Urlaub oder soll sie es von sich erzählen? Sie soll von sich erzählen. Erzählen Sie mir ein wenig von sich. Oh, das ist aber nett, dass Sie mich danach fragen. Ja, wo kommst du her? Wo kommen Sie her? Von der Erde natürlich. Das ist klar, ich meine, wo auf der Erde? Ich bin aus Kalifornien, da scheint immer die Sonne. Jedenfalls tagsüber. Ich habe davon gehört. Sie waren schon mal in Kalifornien, dann kennen wir uns ja vielleicht. Ich wohne in Los Angeles, im 562. Stock des Lightlife Towers. Bestimmt sind wir uns da schon mal begegnet, oder? Los Angeles hat 34 Millionen Einwohner. Ich schätze, wir haben uns verpasst. Und wie bist du zum Shortstop gekommen? Das ist auch eine gute Frage. Wie sind Sie zu dem Job hier gekommen? Oh, durch ein Modelcasting. Ich war eine der drei Gewinnerinnen eines Modelwettbewerbs mit 87 Punkten. 87 Punkte, das klingt gut. Was war denn die Höchstpunktzahl? Es ging darum, möglichst wenige Punkte zu haben und gut auszusehen. Lustig, was? Möglichst wenig Punkte? Oh. Was war das dann für ein Wettbewerb? Okay. Ach, ich weiß auch nicht. Wir saßen vor einem Terminal und mussten dumme Fragen beantworten. Und die Punkte wurden dann zusammengezählt. Aha. Und was waren das für Fragen? Pah, ganz langweiliges Zeug. Vervollständigen Sie diese Zahlenreihe. Führen Sie diese Muster weiter. Welche dieser Formen entspricht einer anderen? Naja, solche Sachen. Oh, ich verstehe. Und Sie haben das alles richtig gelöst? Nein, die Aufgaben waren ja alle falsch. Man konnte da gar nichts Vernünftiges herausbekommen. Außerdem war die Zeit viel zu knapp. Ich habe dann immer weiß nicht angekreuzt. Da war ich natürlich als Erste fertig. Und dann hatte ich den Job. Ein anderes Mädchen hatte 138 Punkte. Die hatte natürlich keine Chance. Aber sie meinte, sie könnte zur Not immer noch ihren anderen Job weitermachen. Was für ein Job war das? Ach, ich glaube, irgendwas mit Physik, irgendwas Langweiliges. Oh ja, ich verstehe. Und? Meinen Sie, ich mache meine Sache gut? Ja. Ich habe den Eindruck, Sie sind perfekt qualifiziert für den Job hier. Mhm. Ja. Oh Mann, oh Mann. Die wollen nur Dummchen haben hier oben, sozusagen. Das habe ich jetzt auch noch nicht gehört, sowas. Man bekommt es, wenn man am wenigsten Punkte hat. Wie lange arbeiten Sie hier schon? Seit 2 Jahren. Vorher war ich im Drive-In Gigafry in L.A., aber Burgerbraten, das war mir nicht anspruchsvoll genug. Nun ist Cocktails ausschenken dann so viel besser? Oh ja, ich kann meine Talente hier viel besser einsetzen. Und die Uniformen sind auch schicker. Und knapper. Sind Sie öfter unten auf der Erde oder leben Sie seit 2 Jahren hier? Am Anfang war ich viel unten, ja. Aber jetzt bin ich schon 10 Monate am Stück hier oben. Nichts für ungut, aber ich glaube, ich würde es hier nicht so lange aushalten. Oh, Sie werden es schätzen lernen, Mr. Wright. Warten Sie es ab. Ja. Wenn die 4 Wochen um sind, wollen Sie gar nicht mehr fort. 4 Wochen? Ich dachte, es wäre nur eine Woche. Und das Ganze mit den Cocktails, die eine Gehirnwäsche verpasst oder was weiß ich? Was sind Ihre Aufgaben hier? Ich bin zuständig für die Betreuung der neuen Gäste. Und Sie sind ein neuer Gast. Nach 2 Wochen Aufenthalt übernimmt sie dann meine Kollegin, damit Ihnen nicht langweilig wird. Gut. Was machen wir zwei also in den nächsten beiden Wochen? Was immer Sie wollen, Mr. Wright. Ich beantworte Ihre Fragen, bringe Ihnen Cocktails, leiste Ihnen Gesellschaft am Pool, kümmere mich um Ihre Kabine und stehe Ihnen natürlich auch persönlich zur Verfügung.
Ah ja, das klingt wirklich gut. Und dann nach 2 Wochen ist Susan dran. Aha. Okay. Ich finde es ziemlich krass, was da abgeht. Und ich habe immer noch keine Ahnung, was wir hier sollen. Sind wir jetzt hier hochgeschickt worden, damit wir diese Cocktails schlürfen, die, was weiß ich, mit uns anstellen? Oder sind wir aus irgendeinem anderen Grund hier hochgeschickt worden? Weil, dass wir wirklich in der Lotterie gewonnen haben, das bezweifle ich mal. Darf ich Sie noch etwas... Dafür bin ich da, Mr. Wright. So, wir haben jetzt noch andere Gäste und ein paar Fragen zu dem Urlaub. Aber ich würde sagen, diese zwei Gespräche... Danke, Linda. Bis später, Mr. Wright. Diese zwei Gespräche machen wir beim nächsten Mal. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.